Am Samstag lohnt es sich, mit der ganzen Familie vorbeizuschauen auf dem Frühlingsfest in Deckendorf. Denn da ist nämlich ab 14 Uhr Familientag und bis 18 Uhr gibt es hier verbilligte Preise. Am Abend spielt dann die Band Sachsen wie im Weißbierzelt. Wo sonst noch was los ist am Wochenende, sehen Sie jetzt. Die Pferde scharren schon mit den Hufen. Mit Live-Musik beginnt am Freitag die neue Saison in der Westernstadt Pullman City. Neben der American History Show um 15.30 Uhr gibt es auch Kinderanimationen mit Ponyreiten. Die neue Sonderausstellung im Museum Quintana führt in die geheimnisvolle Mysterienreligion des Mithras-Glaubens ein. Da es aus der Zeit dieses Geheimkultes nur wenige Schriftstücke gibt, sind es vor allem archäologische Funde, die Deutungen über die Kultlegende des Mithras geben. In der Piepshow im Handwerksmuseum Deckendorf wird die Beziehungsgeschichte zwischen Vögel und Menschen humorvoll betrachtet. Wer selbst ein Vogelhaus bauen möchte, kann am Freitag im Handwerksmuseum vorbeischauen. Alles, was Sie mitbringen sollten, ist eine Gartenschere. Ab Samstag können Sie in Straubing zuschauen, wie Bayern im Miniaturformat entsteht. Das Bayouvarium in Straubing öffnet nach zweijähriger Planungszeit seine Pforten. Auf den bis jetzt fertigen rund 150 Quadratmetern sehen Sie Straubinger Attraktionen wie den Stadtplatz, das Volksfest, den Tiergarten und das Donauufer. Außerdem können Sie den Mitarbeitern über die Schulter schauen, wie die Miniaturen überhaupt entstehen. Kino der etwas anderen Sorte gibt es am Samstag im Landauer Kino Kuki. Dort zeigen die regionalen Filmemacher von Brandl Pictures ihren No-Budget-Film Omnia. Der Fantasy-Film, der mit geringen Mitteln entstanden ist, bietet einen Mix aus Herr der Ringe und Star Wars mit spektakulären Schauplätzen, für die die Macher in halb Europa unterwegs waren. Auf dem VDK Frühlingsfest in Deckendorf wird nicht nur gefeiert. Am Samstag können Sie sich an der Aktion Wir radeln in den Frühling beteiligen. Um 14 Uhr ist am Weißbierzelt der Startschuss für die 25 Kilometer lange Strecke. Im Anschluss gibt es eine Preisverleihung im großen Festzelt. Die Startgebühr kommt der Jugendförderung in den Deckendorfer Sportvereinen zugute. Und nach der anstrengenden Radtour können Sie ja das Volksfest vom Riesenrad ausgenießen. Wir verlosen übrigens immer noch 5x2 Karten für die Borische Late Night Show am 24. April. Sie müssen einfach nur die unten eingeblendete Nummer anrufen und vielleicht haben Sie ja Glück. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.